Diablo 4, The Vessel of Hatred. Ich würde mal frei übersetzt sagen, das Gefäß des Hasses oder so ähnlich. Daten werden heruntergeladen. Was für Daten? Hab doch schon alles runtergeladen. Ja, ich sag mal herzlich willkommen zu Diablo 4 mit dem niegelnagelneuen DLC. Ist gerade für mich vor ein paar Stunden, für euch wahrscheinlich gestern, rausgekommen. Nennt sich Vessel of Hatred. Gleichzeitig mit Vessel of Hatred, also mit dem DLC, ist auch noch die neue Season gestartet. Season 8, 7, ich weiß nicht, was es ist. Auf jeden Fall gibt es mit beiden zusammen tonnenweise Änderungen. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Fangen wir an mit dem Vessel of Hatred. Es gibt natürlich ein neues dunkles Kapitel, inklusive einem neuen Gebiet und einer neuen Klasse, dem Geistgeborenen. Die Story grob zusammengefasst, wer Diablo im Grundspiel nicht durchgezockt hat und sich die Sache angeguckt hat. Natürlich wurde die gute Lilith besiegt. Lilith hat sich vorher mit dem Himmel und der Hölle angelegt, unter anderem mit Mephisto, dem Herrn des Hasses. Und dieser ist doch tatsächlich im Rahmen der Handlung in einen Seelenstein, mal wieder muss man sagen, eingesperrt worden. Und die gute Nerell, die hat sich gedacht, komm, wir nehmen diesen Seelenstein und bringen ihn irgendwo in Sicherheit. Und jeder weiß natürlich seit Diablo 1 und seit Diablo 2, dass das Herumwandern mit einem Seelenstein, welcher durch ein höheres Übel besetzt ist, eine extrem gute Idee ist und immer gut ausgeht. Und demzufolge wird Nerell natürlich auch Happy End. Sie wird lange leben, es wird ein Happy Ever After geben. Und Nerell wird alles... Nein, natürlich wird das nicht der Fall sein. Nerell wird Probleme kriegen und da setzen wir dann quasi ein. Wir verfolgen quasi Nerell auf ihrer Flucht oder beziehungsweise auf ihrer Mission, den Seelenstein mit Mephisto, dem Herrn des Hasses, irgendwo unterzubringen. Dabei dürfen wir die Geistgeborenen spielen. Eine Art, sage ich jetzt mal, Mönch, so wird es gerne gesagt, eine Art Mönch, wer Diablo 3 gespielt hat, in einem neuen Gebiet namens Nahantu. Und das werden wir uns dann angucken. Da gibt es tonnenweise neue Aktivitäten und Verbündete. Verbündete heißt, man kann jetzt Söldner anheuern. Es gibt ein höheres Maximallevel. Es gibt mehr Fähigkeiten demzufolge. Maximallevel liegt bei 60. Demzufolge mehr Fähigkeiten. Dann gibt es erweitertes Paragon-System, erweiterte Endgame-Geschichten. Es gibt so viel, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Das ist auch alles nur angeteasert von mir. Wir werden das alles erkunden. Die neue Season bringt... auch neue Spielmechaniken, nämlich sogenannte Opale, das sind Elixiere, die man einwerfen kann, die einem für eine halbe Stunde relativ hohe Buffs geben. Die muss man vorher aus irgendwelchen Höllen, Dungeons holen. Das gucken wir uns alles an. Ich weiß das alles nur vom Hörensagen. Betretet eine Handtuch schließen. Wie betretet eine Handtuch? Was passiert, wenn ich auf betretet eine Handtuch drücke? Was passiert, wenn ich schließen drücke? Ich drücke auf betretet eine Handtuch. Achso, da, die Saison der aufsteigenden Hasses hat begonnen. Läutert Mephistos Verderbnis, bekämpft die Verderbnis, besiegt mächtige Reichwandler, das sind diese Kerle hier, mit den hübschen Portalen auf dem Kopf. Alte Wunden reißen wieder auf, wenn sich die Relikte der Zakarum gegen die Mächte des Hasses wenden. Besiegt Reichwandler, wie gesagt, die hier. Und die hinterlassen dann Portale in das brodelnde Reich und da kann man diese brodelnden Opale verdienen, die quasi so eine Art super starke Elixiere sind. Bezwingt neue Schwierigkeitsstufen, auch das wurde geändert. Es gibt jetzt mehr Schwierigkeitsstufen als den 3, die wir kennen, oder als den 4, die wir kennen. Es gibt die Qualstufen und ach, es gibt so viel, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Erlebt permanente Änderungen in den Realms. Paragon-System wurde auch umgekrempelt. Glyphen wurden umgekrempelt. Eigentlich wurde alles umgekrempelt. Es gibt neue Paragon-Tafeln. Das ist unglaublich. Was es nicht alles gibt. So, wir fangen natürlich an mit einem Geistgeborenen. Das dürfte ganz klar sein. Wir wollen natürlich die neue Klasse spielen. Wollen wir uns den Trailer angucken? Na klar, komm, wir gucken uns den Trailer an. Der ist nämlich extrem cool. Nur wenige meines Volkes werden Geistgeborene. Als Kinder stellen sich die Vielversprechendsten dem Urteil im Nebel. Unsere Prüfung beginnt und endet mit Schmerz. Wer nicht auserwählt wird, ist verloren. Für die Schwachen enden alle Pfade hier.
Für die Würdigen führt dieser Pfad zu unbegreiflicher Macht und der heiligen Würde, sie für Gutes zu nutzen. Die sterbliche Welt vermag uns zu brechen. Unsere Herzen, unseren Verstand, unsere Körper. Doch da ist noch eine, die uns mit Mut erfüllt. Wir kennen keine Furcht. Wir sind ohnegleichen. Die alten Wächter der formlosen Lande sind stets bei uns. Ihre Macht ist unsere Macht. Ihr Ziel ist unser Ziel. Wir knüpfen unzerstörbare Bande im Reich der Geister, um die Schrecken in diesem zu besiegen. Denn wir sind Geistgeborene. Na, Halali. So, also wir sind so eine Art Mönch, habt ihr gerade gesehen. Und die Geistgeborenen haben tatsächlich dann die Fähigkeit, verschiedene Aspekte, habt ihr ja gesehen, da war ein großer Tausendfüßler, ein Affe, ein Säbelzahntiger, sowas quasi zu ihrer Unterstützung herbeizurufen oder den Kampfstil anzuwenden. Ich guck mal ganz kurz nach, warte mal, hier, so. Da, jetzt sehen wir sie. Also da haben wir einen Geistgeborenen, die anderen kennen wir alle schon. Das Auswahlmenü sieht ein bisschen anders aus, ne? Das haben wir ein bisschen geändert hier. Ja. So, wir nehmen natürlich den Geistgeborenen. Wir wollen natürlich die Klasse bestätigen, ganz klar, Geistgeborener. So, wir nehmen natürlich ein Mannequin. Und da haben wir hier vorgefertigte, der sieht dann da extrem blau aus. Wer spricht mich denn so spontan an als Geistgeborener? Wer spricht mich denn da? Der sieht so ein bisschen sehr gruselig aus. So, Na gut, wir können ja eh noch dran rumändern. Wir nehmen mal hier, also ehrlich gesagt finde ich den hier ganz gut. Anpassen. Na gut, jetzt sieht er nicht mehr so toll aus. Wir gucken mal seine Hautfarbe, die ist ein bisschen bleich für so einen Geistgeborenen. Den können wir mal ein bisschen anpassen hier, ist ein bisschen bräunlich. Augenfarbe, da wollen wir mal ein tiefes Schwarz nehmen. Naja, Schwarz ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Braun. Die Haarfarbe, Gesichtsvariation, was haben wir denn da? Ah, nehmen wir den mal. Weiter. Glatt rasiert. Achso, Gesichtsbehaarung. Mähne des Reiters, was nehmen wir denn da? Das hat ja schon was, oder? Hier, der Zopf da. Der Pony-Zopf. So, wir machen das mal so. Haarfarbe könnte ein bisschen dunkler sein. Ja, machen wir mal so. Die Schminke gefällt mir ehrlich gesagt nicht. So, müssen wir mal kurz gucken. Was haben wir denn da? Schminke, Blutrot ist schwarz. Wie wäre es mit gar keiner Schminke? Wäre auch mal nicht schlecht. Eins ist gar... Das wäre gar keine Schminke. Komm, wir lassen mal die Schminke weg. Schmuck können wir durchaus mal... Wo ist denn der Schmuck? Mondsichel. Wo ist denn der Schmuck hier? Ich sehe hier gar keinen Schmuck. Wo passiert hier was, wenn ich immer dran rumdrehe? Ach so, an den Ohren. Am Öhrchen. So, wollen wir Öhrchen haben? Also Ohrringe haben? Ja, so ein bisschen. Hier so ein paar Knochen dran. So. Bemalung. Bemalung. Ja, die Bemalungsfarbe gefällt mir noch nicht so. Mal kurz gucken, ja. Ja, 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 ja. Ja, so in Weiß hätte ich das gerne. Mal kurz gucken, haben wir da eigentlich neue Tattoos zur Verfügung? Nee. Das ist alles noch nicht meins. Das sieht eigentlich ganz cool aus, so ein bisschen Tribal. Tribal Bible. Okay, so nehmen wir das. Aufsteigenden Hasses. Reichswandler tötet die Reichswandler, brodelnde Reiche. Wählt euren Pfad und schließt die Dungeons ab, um brodelnde Opale zu erhalten. Also diese Reichswandler, die hinterlassen diese Portale, wenn man sie tötet. Da kann man dann rein, da kann man die Opale bekommen. Brodelnde Opale, mächtige Verbrauchsgegenstände mit einem Stärkungseffekt eurer Wahl. Findet und läutert all diese Becken, um mehr Erfahrung zu erhalten. Schließen. So, wir machen natürlich saisonal. Wir machen natürlich Hardcore, ganz klar, saisonal und Hardcore. Kampagnenstatus
mit der Kampagne von Vessel of Hatred beginnen. Ja, ich denke mal, mit der, das ist okay. Weil die Originalkampagne wollen wir nicht nochmal durchspielen. Wir wollen die Vessel of Hatred-Kampagne beginnen. Saisonal, Hardcore und wir wählen natürlich einen Namen. Ich habe mir gedacht, nehmen wir mal den unseren alten Sir Brillian. So, Sir Brillian. Und ich würde mal sagen, damit sind wir bereit. Geistgeborener, saisonal, ganz klar. Hardcore ist auch klar. Ich werde es bereuen, aber wir machen es mal. Und wir versuchen uns mal an der Sache. Wo stellen wir den Schwierigkeitsgrad ein? Da. So, jetzt haben wir den Schwierigkeitsgrad normal. Das sind die neuen Schwierigkeitsgrade. Es gibt nicht mehr 1 bis 3, sondern es gibt normal, schwer, Experte, reumütig, Qual 1, Qual 2, Qual 3, Qual 4. Was nehmen wir denn? Standarderfahrung. Schwer. Gewähren 75% mehr Erfahrung. Wollen wir mal auf schwer probieren? Experte, ehrlich gesagt, traue ich mich noch nicht. Schließt den Prolog ab. Ja, wir können nur auf schwer. Wir probieren es mal auf schwer. Ich hoffe, ich verreck nicht gleich. Vor allem, weil ich den Charakter ja gar nicht kenne. Den Geistgeborenen, aber wir werden es sehen. Nun bin ich aber gespannt, Freunde. So endete die Welt, die ich kannte. Mit rein, sie kommen. Mit rein steht dein Weg offen. Und eine neue begann. Am Anfang standen Lilith und Inarius, die Schöpfer Sanctuarius. Beide hatten sie ihre düsteren Pläne mit der Menschheit. Vor allem Lilith. Die Erlösung liegt nicht im Licht, sondern in euch. Unsere einzige Hoffnung war ein Wanderer, der das Dämonenblut gekostet hatte. Dieses Band mit Lilith wurde der Schlüssel zur Zerstörung ihrer Pläne. Andere stießen dazu, darunter auch ich, Lorat, und mein alter Freund Donan sowie Nayrel. Wäre es nur anders für sie gelaufen. Lilith genügte es nicht, die Menschheit zu ermächtigen. Dieser Schlüssel öffnet mehr als nur die Tore der Hölle. Er öffnet uns den Weg in die Zukunft. Sie wollte ihren Vater verschlingen, Mephisto, den Herrn des Hasses. In der Hölle wiedergeboren. Er ist noch schwach, verletzlich. Ich muss schnell handeln, bevor er sich widersetzt. Liliths Erfolg hätte unseren Untergang bedeutet. Uns blieb keine Wahl, als ihr in die Hölle zu folgen. Auch der Engel Inarius und seine Kathedrale des Lichts waren ihr auf den Fersen. Eine Armee aus Schafen, angeführt von einem Irrenlöwen. Der Narr glaubte sich erwählt, Lilith zu töten. Die Himmel werden dich nie mehr erhören. Nein! Es gab noch eine weitere Macht, die an den Fäden des Schicksals zog. Mephisto selbst. Er schickte einen Herold, dem Wanderer zu helfen, Lilith zu jagen. Natürlich nur um seiner selbst willen. Vielleicht erwartete er, dass wir gemeinsame Sache mit ihm machen. Euer Leben und das der gesamten Menschheit hängt von euren nächsten Taten ab. Weltweise. Stattdessen schloss Nayrel Mephisto ein. Damit beraubte sie Lilith der Macht, nach der diese lechzte. Was wohl in der Dämonin vorgegangen sein muss. Natürlich kochte sie vor Wut. Aber war da noch mehr? Reue? Trauer? Vor ihrem Ende warnte sie uns vor einer dunklen Zukunft. Ohne mich hättet ihr keinen Sieg errungen. Nayrel brach auf, um Mephisto endgültig zu besiegen. Sie hatte das Herz am rechten Fleck, doch sie trug eine schwere Bürde. Lilith war gefallen, aber unser Kampf gegen die Hölle hatte gerade erst begonnen. Blizzard Entertainment presents einen überragend dicken Mauszeiger.
Hey, Mädchen. Alles in Ordnung? Nirel? Es geht dir schlecht. Bitte, 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 mein Kind, lass mich helfen. Bleib mir fern! Nirel! Habe ich dich so erzogen? Nein, Mutter. Aber ich muss diese Last alleine tragen. Ich muss zu Akarats Gruft. Sieh dich an. Du bringst dich noch um. Ich weiß nicht, wie lange ich das noch... Ruhig. Ich bin hier, kleines Vögelchen. Ich habe dich so vermisst. Ich bin so stolz auf dich. Aber... Jetzt, geh bitte auf. Nein, nein, nein. Natürlich seid ihr das. Seid sauer. Lass mich jetzt los. Loslassen? Nein. Ihr habt entschieden. Und ich hatte euch... Kleines Vögelchen, vor den Konsequenzen gewarnt. Gebt auf. Nein, ich kontrolliere den Stein. Ihr besitzt den Stein. Ihr kontrolliert nichts. Vielleicht habt ihr recht. Vielleicht brauche ich wirklich etwas Hilfe. Ja, also ich würde mal sagen, wenn wir etwas aus Diablo 1 bis 3 gelernt haben, ist, dass wenn man einen Seelenstein trägt, der wie gesagt von einem großen Übel besessen ist, dann geht das nie gut aus. Also mir fällt kein Beispiel ein, wo das mal gut ausging. So, wir sind ein Geistgeborener. Ich bin gespannt. Saisonalschule abgeschlossen. Stufe 1. Stufenbelohnung verfügbar. Battle Pass ansehen. Also, wie gesagt, wir haben gleichzeitig das neue DLC am Laufen und den Battle Pass am Laufen. Also, es wird hier einiges Neues zu beobachten gehen. Das Erste, was wir mal machen, wir gucken mal logischerweise in den Talentbaum. Der jetzt auf Stufe 60 ausgelegt sein müsste. Das heißt, er müsste eigentlich etwas... größer, etwas ausführlicher sein. Und wir sehen hier schon, der ist also mehr verzweigter. Ich würde mal sagen, das ist natürlich so angepasst, dass man jetzt 60 Punkte statt 50 ausgeben kann. Und demzufolge werden wir uns da mal reinstürzen. Ich habe keine Ahnung vom Geistwandler. Ich habe mich weder theoretisch noch praktisch gespoilert. Das heißt, wir werden wirklich absolut erstmal da so völlig unbedarft reingehen. Felsspalter. Wir gucken jetzt erstmal hier rein, das sind ja natürlich die Anfangsgeschichten. Erzeugt Lebenskraft, rast auf ein Ziel zu, verprügelt Gegner vor euch und verursacht 3 Schaden. Also so eine Art Ansturm mit, euer dritter Angriff trifft Gegner in eurer Nähe und verursacht 5 Schaden. Okay, Ansturm müsste man mal ausprobieren. Was haben wir da noch? Donnerstachel, stoßt einen durchbohrenden Schlag schnell nach vorne und verursacht 2 Schaden. Weiß es ehrlich gesagt nicht, ich habe keine Ahnung, wir dreschen. Stürzt euch auf einen Gegner und schlitzt ihn auf. 3 Schaden zu verursachen. Jeder dritte Angriff fesselt schnelle Reihe von Hieben. Also jeder davon scheint so eine Art dritten Angriff zu haben. Der mehrere Gegner in der Nähe trifft. Und manchmal auch nicht. 3 Angriff entfesselt schnelle Reihe von Hieben rund um
euer Ziel, die insgesamt 5 Schaden verursachen. Dreschen. Das könnte fast das Sinnvollste sein. Wobei ich eigentlich so ein bisschen... Man hat mehrere Aspekte. Man hat, glaube ich, Feuer, Gift, Blitz und, keine Ahnung, Donner, Erde oder sowas. Da haben wir es ja stehen. Tausendfüßler, Jaguar, Adler oder Gorilla. Gorilla ist, glaube ich, eher so defensiv. Die anderen sind offensiv. Ich bin mir da nicht sicher. Stürmt mehrmals auf einen Gegner zu, stecht dabei auf ihn ein, fügt ihm insgesamt einen Schaden sowie 5 Giftschaden. Ich bin ja eigentlich so ein Giftfreund. Explodiert auf den Ziel, fügt allen Gegnern einen Umgebung. Komm, wir probieren mal hier Giftschaden. Zack. Was haben wir da als zweites? Ihr haltet 1 Lebenskraft pro Sekunde bis zu 10 für jeden durch verkümmernde Faust vergiftenden Gegner in der Nähe. Ich nehme mal an, Lebenskraft ist die Ressource, die Primärressource. Der dritte Angriff von verkümmernde Faust verteilt Gift, das auf 3 bisher unbetroffene Gegner in der Nähe. Aha, okay. Vergiftet Gegner verursacht 20% weniger Schaden. Von verkümmernde Faust vergifte Gegner verursachen. Ah, okay. Was natürlich gar nicht mal schlecht ist, weil wir müssen ja immer noch daran denken, dass wir... Okay, wir nehmen erstmal das hier. Wir nehmen erstmal das Offensive. Und wir wollen eine Giftschleuder werden. Trifft einen kleinen Bereich und fügt Gegnern in Reichweite sowie allen vergifteten Gegnern in der Umgebung 13% Schaden zu. Der Stachel des Tausendfüßlers. Komm, wir nehmen das mal. Was haben wir da noch? Verursachen 2% erhöhten Schaden, der sich beim jeweils dritten Wirken auf 4 verdoppelt. Schwierig zu sagen. Wirken einer Kernfähigkeit erhöht die Erzeugung von Lebenskraft 3 Sekunden um 5%. Komm, wir nehmen erstmal das. Und dann nehmen wir das. Und dann nehmen wir allen vergifteten Gegner. Also vergiften ist quasi essentiell, damit er Schaden macht. Dritte, die verkümmern. 3 bisher unbetroffene Gegner. Okay, das können wir. Ja, und dann passt das ganz gut hier. Ob das dann zum Überleben gut ist, das werden wir dann sehen. Da trifft Stachel einen verwundbaren Gegner, werdet ihr um 10% eurer maximalen Lebens geheilt. Das ist vielleicht gar nicht mal schlecht. Seid ihr gesundet, werdet ihr... Warte, Moment. Gegner werden verwundbar. Was haben wir hier? Fähigkeit einer einzelnen Gegner trifft, anstatt zu vergiften, Gegner in der Umgebung wieder zu hallen, saugt Stachel nun jeden Feind aus, um Gegner im ersten Gebiet 5 zu 16%. Was? Nochmal. Verursacht um 40% erhöhten Schaden, wenn die Fertigkeit einen einzelnen Gegner trifft, anstatt zu vergiften, Gegner in der Umgebung wieder zu hallen, saugt Stachel nun jeden Gegner aus, um Gegner im ersten Gebiet erneut und bis zu 5 mal zusätzlich 10% seines Basisstandes. Ich habe keine Ahnung. Ich nehme mal das mit dem. Komm, nehmen wir mal das. Ist okay. Probieren wir mal. So, wir müssen das alles, wie gesagt, erstmal ausprobieren, wie die Sache funktioniert. Was haben wir da? Ein Bonus. Wirken einer Fokusfertigkeit. Oh Gott. Glewe, Glückstrefferchance. Kampfstab, Schadensreduktion beim Blocken. Stangenwaffen, 10% Glückstrefferchance gegen verwundbarer Gegner. Schwierig. Schwierig, schwierig. Segeln. Erhaltet einen drinnen eine um 20% erhöhte Ausweichchance. Oh je, was es da alles gibt. Verwüster ist Jaguar-Fähigkeit. Gegner, die euch angreifen, werden vergiftet und erleiden... Ah, das ist gar nicht mal schlecht. Gegner, die euch angreifen, werden vergiftet und erleiden 5% Schaden im Verlauf von... Eure Gifte fließen über und rufen eine Giftspur hervor und machen euch 5 Sekunden lang ungehindert. Ich nehme mal das hier, das klingt gar nicht mal... Ist das eine Passivfähigkeit? Gifthaut. Aktiv, eure Gifte fließen über und rufen eine Giftspur hervor, machen euch 5 Sekunden ungehindert. Okay, das ist gar nicht mal schlecht, vor allem die passive Fähigkeit. Während sie aktiv ist, wird der Giftschaden von Gifthaut im Verlauf von bis 11 erhöht. Okay, was haben wir hier noch? Gifthaut erhöht passiv den Dornenschaden, den ihr vergifteten Gegnern zufügt. Okay, Dornenschaden. Während Gifthaut aktiv ist, fügt ihr verwundbaren vergifteten Gegner in der Nähe ein Ziel zusätzlich 2. Ich habe keine Ahnung, ich nehme das erstmal das hier. Und dann gehen wir mal weiter hier rein. So, ich habe jetzt einfach mal irgendwo Punkte reingesetzt. Bin jetzt die alte Giftschleuder. Und jetzt ist natürlich die Frage, wo fängt die eigentliche Story an? Wo fängt die Kampagne an?
zersplitterte Gipfel. Das sehen wir natürlich jetzt hier erstmal nicht. Also ich sehe nicht, wo die Kampagne anfängt. Das könnte sie natürlich sein. Untersucht die aufkommende Vorkommnis in der Kathedrale des Lichts. Das können wir natürlich mal machen. Wir stürzen uns gleich. Ja, wobei. Das Erste, was wir machen, wir stürzen uns mal nach draußen und gucken mal nach, wie er sich hier schlägt. Unsere Giftschleuder. Was haben wir hier? Das ist der verkümmernde Faust, das ist der Stachel und das ist die Gifthaut, die was tut? Rufen eine Giftspur hervor, machen euch 5 Sekunden lang ungehindert. Ungehindert nehme ich mal an. Unaufhaltsam. So, wir gucken mal, wie die Sache so wuppt. Erstmal ganz harmlos, wir stürzen uns. Ah ja, okay. Recht imposant, muss man sagen. Gleich mal eine Stufe aufgestiegen hier. Sehr giftig. So, Stufe 3. Das geht natürlich ruckzucki hier. Ja. Ich habe nicht genug Lebenskraft. Nein, nicht auf mich jetzt. So, also das hier ist diese... Ja, genau. Jeder dritte Angriff macht hier Wumms. Und der dritte Angriff verteilt das Gift auf 3. Genau, und dann können wir hier mit draufkloppen. Okay, so im Prinzip schon mal gar nicht mal so doof. Und wir haben auch noch so einen Ansturmeffekt. Guck mal, hier haben wir hier nochmal jemanden zum Austesten. Da haben wir gleich schon mal die... So. Hallo, genietet. Ah ja, geht schon mal. Dann gehen wir mal weg. So, was haben wir da? Ritual? Irgendwas? Ich habe keine Lebenskraft mehr. Ich bin der Giftmönch. So, jetzt können wir mal gucken. Haben wir da irgendwas gekriegt? Naja, 1. 2. Das gleiche. Was kommt hier an? Zum Glück sind die scheinbar noch inaktiv, weil sie gerade gespawnt sind. So. Plautz, plautz. So, was haben wir hier noch so? Definitiv besser. So, dann begeben wir uns mal zum Hauptquest, weil das ist natürlich das, was ihr sehen wollt, ganz klar. Aber die können wir gerne noch töten hier. Ich habe kaum noch Lebenskraft. So, Stufe 5. Schwing. Ist noch nicht so weit. So. Ich habe keine Lebenskraft mehr. Muss ein bisschen aufpassen, wir sind am Anfang noch recht zerbrechlich vermutlich. Was haben wir hier? Ein Helmchen und ein Handschuhchen. Und den Rest lassen wir erstmal so. So, jetzt haben wir tonnenweise... Also ich werde hier x-mal umskillen, aber ich werde das erstmal natürlich alles mal ordentlich ausprobieren. Gehen wir da mal weiter. Was haben wir jetzt hier gekriegt? Da haben wir gekriegt Panzerhaut. Ihr umhüllt euch, werdet unaufhaltsam, erhaltet 3 Sekunden 100% Blockchance. Passiv erhaltet alle 5 Sekunden Entschlossenheit. What the fuck ist Entschlossenheit? Erschütterndes Aufstampfen. Ihr stampft vor euch auf und fesselt eine Schockwelle, die Schaden verursacht und Gegner für 3 Sekunden niederschlägt. Ist ja vielleicht auch nicht schlecht. Geißel ruft eine Welle von Insekten hervor, die Gegner beißen, 3 Sekunden lang Furcht einflößen und sie verlangsamen. Und natürlich Giftschaden verursachen. Was haben wir hier noch? Ihr haltet 15 Mal erhöhten Giftwiderstand. Eure maximale Giftwiderstand erhöht sich um... Aha. Beständigkeit. Wirken einer Defensiv weckt Lebenskraft. Mhm. So viel Neuerungen. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Das ist vielleicht gar nicht mal schlecht. Ihr erschaltet 10% Blockchance. Wenn ihr 0,5 Sekunden lang stillsteht, erhaltet ihr Schadensreduktion beim Blocken bis... ihr euch bewegt. Das ist vielleicht gar nicht mal schlecht, damit ich ein bisschen tougher werde. So. Ich wollte gerade sagen, haben wir jetzt 30% Blockchance? Nee.
Erhaltet ihr 9% Schadensreduktion beim Blocken, bis ihr euch bewegt. Ja, okay. Sind wir ein bisschen stabiler. So, das lassen wir erstmal. Und wir gehen mal. Wie gesagt, ich werde mich da 5000 mal umskillen. Jetzt ist die Frage, es gibt ja... Er besteht im Licht der Heiligen und Reinigen. Ja, ja. So, war das hier? Ja, hier ist irgendwas Neues zu entdecken. Ihr habt euer Ziel erreicht. So, was ist das? Ist das schon die neue Kampagne? Seid ihr wohl auf? Was ist geschehen? Lasst sie. Sie hat schon genug gelitten. Ich werde euch sagen, was ihr wissen wollt. Es hat gestern Abend beim Glockenläuten begonnen. Was hat denn da begonnen? Ah. Seht! Die Mutter Oberin Prava und der verbrannte Ritter Uriva! Die einzigen Überlebenden der Schlacht am Höllentor! Heute versammeln wir uns, um ein neues Zeitalter heraufdämmern zu sehen, das der Mut und die Opferbereitschaft unseres Vaters Inarius ermöglicht hat. Uriva und ich sind aus den Tiefen der Hölle zurückgekehrt, mit dieser Botschaft und den Narben unserer Prüfungen, um zu zeigen, dass unsere Entschlossenheit unerschütterlich ist. In der Hölle wurde ich durch Kampf und Flammen geläutert. Zweifel und Laster wurden verbrannt. Aber ich wurde schließlich gerettet. Mögen alle, die dem Licht dienen, dasselbe tun. Dieser Mann ist ein Söldner. Den Dienst des Mörders Lorat verschworen. Er hat versucht, das Horadrim-Mädchen Neyrel unserem Urteil zu entziehen. Ein Mädchen, das uns alle in Gefahr bringt, indem es ein Stück desselben Bösen trägt, das ich in der Hölle bekämpft habe. Seid ihr bereit, eure Sünden zu bekennen? Und zu uns ins Licht zu kommen? Ja, ich bin bereit. Seid gesegnet, Mutter Oberin. Ich danke euch. Im Namen des Heiligen Vaters leiste ich meinen Schwur. Gebt ihn frei. Bei allem gebotenen Respekt, ehrwürdige Mutter. Vater Inarius' Gnade war groß. Doch hat er nicht auch Gerechtigkeit gepredigt? Wo also war die Gnade für Josef, als Lorat ihn abschlachtete? Uriva. Was sagt es über die Kathedrale aus, wenn wir zulassen, dass solche Sünden ungestraft bleiben? Weder Lorat noch das Mädchen wurden bisher gefunden. Wir haben nichts gewonnen. Also sagt mir, sind wir ihm Gnade schuldig? Oder doch Gerechtigkeit? Gerechtigkeit! 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 Nein, nein, bitte! Ich habe euch alles gesagt! Ich habe meine Sünden bekannt! Nein! Ihr seht selbst, seine Sünden waren zu groß! Zu tief! Und sein Glaube war nicht stark genug, ihn zu retten! Das Böse wird in Sanctuario nicht weiter geduldet! Und wir werden den Himmel zeigen, dass wir würdig sind! Krasser Shit, muss man sagen. Die getreuen Inarius sollen keine Tränen für Sünder vergießen. Ich werde mich nicht wiederholen.
Habt ihr keinen Anstand? Verschwindet! Und ihr? Ihr seid das Schoßhündchen, das Brava zurückgelassen hat, nicht wahr? Okay, also ich weiß nicht, ob Uri war, der sagt mir jetzt nichts. Die Dame da, diese Brava oder Praia, die sagt mir in der Tat was. Die war ja bei der großen Schlacht vom Höllentor dabei. Wer er da genau war, Uri war, weiß ich gar nicht mehr. Aber auf jeden Fall wirkt er mir nicht ganz koscher. Ich gehorche nur mir selbst. Ne, ich weiß nicht, ob das Richtige ist. Welch trostlose Existenz ohne Glauben. Das ist das Problem an euch und den Horadrim. Solches Gedankengut führt immer zu Hochmut. Und der kommt bekanntlich vor dem Fall. Für Lorath ist das nicht unbekannt. Er hat seinen eigenen Bruder beerdigt. Hat diese kleine Göre Nereil verjagt. Den einzigen Trost findet er nur noch am Boden einer Flasche. Seid vorsichtig, Wanderer. Nach euch beiden dürstet das Urteil. Und außerhalb der Stadtmauern kann nicht einmal unsere Mutter Oberin seiner Hand Einhalt gebieten. Ein unheimlicher Kerl. So, er sucht Lorath bei den windgepeitschten, bei der windgepeitschten Hütte auf. Okay, das machen wir. Wo soll denn das sein? Aha, das ist quasi im alten Startgebiet. Dann würde ich uns sagen, bewegen wir uns mal dahin. Wollen wir uns eigentlich mal aufsteigen. Eine Sache habe ich mir sagen lassen, und zwar, dass diese Fähigkeiten, Gift, Feuer, Blitz und die andere, dass sie quasi teilweise starke Synergien haben. Man sollte sich also vielleicht nicht unbedingt auf eine festlegen, aber das werden wir natürlich auch später noch sehen. Ich probiere die Sachen erstmal aus. Ich bin jetzt erstmal so auf dem Gift-Trip, gucke mir die Sachen an und werde sicherlich, wie gesagt, 5000 Mal umskillen, um mir die Sachen genauer anzusehen und unter die Lupe zu nehmen. Ich würde mal sagen, hier ab hier laufen wir mal ganz artig, wie sich das gehört. Was haben wir denn da? Das ist alles so grau hier. Ich glaube, das liegt daran, dass wir den Prolog gerade spielen. Kann das sein? Deswegen können wir hier noch nicht gut... Ja, ich erhebe mich. Flawless. Also die Kernfähigkeit ist schon recht stark, kann man sagen. Die macht ja auch, glaube ich, mehr Schaden an seinen basischen Vergiftungen zu. Stachel fügt allen getroffenen Gegnern 6 Sekunden, also er vergiftet und ist ein Flächenschaden. Wenn die Fertigkeit einen einzelnen Gegner trifft, anstatt zu vergiften, Gegner in der Umgebung wieder zu heilen, saugt Stachel den Fern aus, um Gegner im ersten Gebiet erneut. Fünfmal. Ich verstehe die ehrlich gesagt diese zweite Fähigkeit nicht so ganz. Aber da müssten wir auch mal ausprobieren, wo da der Unterschied ist. Die Hundis! So. Lauts. Tod. Wie viele haben die Ritter umgebracht? Werdet ihr mir helfen, Fremder? Na klar, helfe ich dir. Wobei, was soll ich tun? Soll ich dich geleiten? Oder was soll ich tun? Sieht sehr tot aus. Nehmt einen Trank. Das vergesse ich nicht, Fremder. Okay. Das ist neu, oder? Lords, Aufelhaselnuss. Was ist jetzt passiert? Achso, der ist explodiert. Den... Wahnsinn, warum schickst du mich in die Hölle? Naja, ist mal anders. So, ich frage mich, wann man diese, was ja neu sein soll, soll unter anderem die Söldner sein, wann man die denn bekommt. Was ist denn mit den Hirschen los? Warum sind die alle so panisch? So, im Prinzip hat er hier alles angefangen. Wieso nähert ihr euch dem Haus eines bekannten Ketzers? Weil... ich da vorbei will. Mir erneut, und ihr schließt euch der Sünde des Verurteilten. Wie heißen die verbrannten Ritter? Ich frage nur noch einmal. Was wisst ihr über Lorath Nahr? Ich weiß, dass er ein Einzelgänger und ein Säufer ist, aber er verbrennt keine Menschen bei lebendigem Leibe.
Touché. Die Worte von der Zunge eines Sünders. Ihr werdet büßen. Ja, aber nicht heute. Plauzi. Na. Pling, plang. Ah, es ist okay. Also, es fühlt sich tatsächlich so ein bisschen wie der Mönch aus Diablo 3 an. Und ich denke mal, dass er auch in die Richtung gehen soll. Das brauchen wir. Was ist das? Das ist eine bessere Waffe. Das ist auch besser. Warum sind die besser? Geschicklichkeit. Naja, gucken wir mal. So, Loras, du alter Säufer. Da sind noch mehr von den Fuzzis. Wer ist er denn? Warum kommt hier gleich ein Boss? Ich habe keine Lebenskraft mehr. Mach erstmal den Platz so. Du bist noch nicht so weit. Erstmal den Kleinkram wegmachen. Daneben, haha. Lusche. Wie viele Lebenspunkte, wie viele Tränke habe ich noch? 8 von 9, alles gut. Ist ja lächerlich, kann ja gar nichts. Nee. Ja. Da hat es ihn erwischt. Und da bin ich aufgestiegen. Sehr gut. Hat es irgendjemand überlebt? Nein. Jetzt kommt aber nicht noch ein größerer, ja? Das muss jetzt nicht sein. So. Ja, bisschen besser. Ungefähr gleich gut. Bisschen besser. Bisschen besser. Am Anfang ist das ja relativ egal, glaube ich. Man tauscht sowieso alle Nase lang was aus. Lorat, du alter Säufer. Ach, da liegt er rum. Nee, das ist nicht Lorat. Das ist irgendwer anders. Das ist Nawal. Wer ist Nawal? Seid ihr wohl auf? Nein. Gebrochene Schienbeine. Beine sind totes Gewicht. Wollen wir sie abschneiden? Wo ist Lorat? Ich weiß es nicht. Niemand weiß es. Bin zum dritten Mal hier, um ihn zu suchen. Dieses Mal wurde ich erwischt. Ich habe eine Nachricht für den alten Mann. Wir haben Nerell gefunden. Nerell? Ist sie in Sicherheit? Ein Freund von mir hat ein Auge auf sie. Der Stahlschmied Raher, der größte Mann in Geakul. Er wird wissen, wohin sie gegangen ist. So, also, wir haben eine Spur zu Nerell und ich nehme schon wieder viel zu lange auf. So viele Leichen. Und deswegen geht's weiter beim nächsten Mal. Wer ist Easy denn schon wieder? Das werden wir beim nächsten Mal erfahren. Bis dann denn, euer Mr. Fleck. Tschüssi.